Vor 450 Jahren hat dieser Ort hier eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Am Schnittpunkt von der weltlichen und der kirchlichen Macht, also zwischen dem Rathaus und dem Münster und gleichzeitig an der Längsachse der Stadt, hat das Leben ganz besonders pausiert. Der Richtstuhl ist hier gestanden und vor allem an den Märittagen ist viel Volk hier zusammengeströmt. Der Platz hat die Bedeutung gehabt, wie heute der Löbecken. Mein Name ist Stefan Fritz, ich bin der Inhaber von der ältesten bestehenden Apotheke der Schweiz, der Rathausapotheke hier in Bern. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Reise in die lange Geschichte der Apotheke und des Apothekerberufs. Seit 1571 haben viele interessante Persönlichkeiten das Leben von unserer Apotheke geprägt. Viel Vergnügen! 1571. Es ist 35 Jahre her, seit der mächtigste Berner, der Hans-Franz Nägeli, die Watt erobert hat. Der führende Naturforscher Benedikt Marti ist gerade frisch zur allgemeinen Verwunderung sowohl auf die Stockhorn als auch auf den Niesen aufgekraxelt. In ganz Europa fordert die Pest ihre Opfer. Also kauft die Stadt Bern das Haus vor Witwe Frisching und eröffnet darin die deutsche Apotheke. Hier mit der Stadt, gerade neben dem Fischmerit, wo die ganze Stadt gängig geht ratschen, hier neben dem Richterstuhl, wo noch für Recht und Ordnung geschaut wird. Während der Baumeister Daniel Heinz den Weiterbau vom Münster aufnimmt, nimmt die deutsche Apotheke, also hier 1571 in Bern, ihre Arbeit auf. Aber Apotheker, das bist nicht einfach so. Wenn 1571 willst du Apotheker sein, dann musst du neben Latinischkenntnis und Gehilfzeit auf andere Jahre auch eine Prüfung ablegen. Und genau das hat der Jean Monnier gemacht. Der Jean Monnier, der jetzt der erste Rathausapotheker wird und hier mit seinen Rezepturen eigene Arzneien herstellt. Wie alle in seinem Berufsfeld experimentiert sicher auch er mit den neuen, noch unbekannten Pflanzen aus der neu entdeckten neuen Welt. Durch all die neuen botanischen Erkenntnisse passiert in der Pharmazie gerade richtig viel. Und die sogenannten Kräuterbücher findest dank dem frisch erfundenen Buchdruck mittlerweile überall. Neue Extrakte und Tinkturen lösen Teemischungen und destillierte Wässer ab. Und neu findest du in jedem Laboratorium einen Herd. In der Pharmazie geht es plötzlich um Chemie. In der Pharmazie geht es ab. Aber nicht nur dort. 1641, Europa steckt mitten im 30-jährigen Krieg. Darum braucht die Stadt Bern Geld für neue Kornspeicher. Also wird die städtische Apotheke an Hans Konrad Wittenbach weiterverkauft, der damit eine Apothekerdynastie aufbaut. Sein Sohn, der Daniel Wittenbach, übernimmt das Geschäft nach dem Hans Konrad und in dritter Generation nähert der Samuel Wittenbach, der 1710 vom Werkmeister Dünz das markante Eckhaus lässt bauen, das auch 300 Jahre später noch das Stadtbild mitprägt. 120 Jahre hat die Familie Wittenbach hier Mittel hergestellt, Pillen in der Hand gerollt und den Leuten im Kampf gegen Krankheiten geholfen. 1764. In der Stadt Bern leben knapp 14'000 Leute. Der Karl Friedrich Morell übernimmt zusammen mit seinem Vater die Apotheke. Mit seiner akademischen Ausbildung folgt er den Naturwissenschaften, lehrt am Medizinischen Institut und wird Mitbegründer vom Botanischen Garten Bern. Nach seinem Tod übernimmt sein Sohn Friedrich Emanuel die Apotheke und lässt sie frisch sprießen. Die Familie Morell führt sie 72 Jahre lang. 1824 wird alles neu gestaltet. Viele kleine Schubladen, Spitzbogen verkleidete Aufsätze, Palladiomotiv, neue Holzverkleidung von den Laubenfenster. Die Apotheke erstrahlt im modernen neugotischen Stil. Und nicht nur die Apotheke. Die ganze städtische Pharmazie, die sich nur ein paar Jahre später an der frisch gegründeten Universität der Mediziner anschließt. Nach dem Friedrich Morell übernimmt der Christian Leonard Müller die Apotheke. Als Präsident des Schweizerischen Apothekervereins arbeitet er maßgeblich am Berner und gar am Schweizerischen Arzneibuch mit, bis nach seinem Tod sein Sohn, der Karl Emil Müller, die Rathausapotheke übernimmt. Es ist 1890. Die erste Tramlinie vom Berggraben zum Bremgarten Friedhof verhindert nicht, dass die Unterstadt an Bedeutung verliert. Immer mehr stehen der Bahnhof und andere Quartiere weg von der Aare im Fokus. Nach 57 Jahren übergibt Karl Emil Müller die Apotheke an Dr. Bernhard Studer. Es gibt Geschäftsbeziehungen, die in seiner Zeit aufgebaut worden sind und heute gäng noch bestehen. 1911 verkaufen Geschwister die Müller Haus und Apotheke an Johann B. Hermann.
Aus der schwierigen Zeit mit beiden Weltkriegen und der spanischen Grippe sind leider nicht so viele Aufzeichnungen geblieben. Immerhin die Telefonnummer ist geblieben. 1481. Einzig mit der Erweiterung 311. 1953 übernimmt der Drogist Hans-Uli Neuenschwander die traditionsreiche Apotheke und führt sie während 41 Jahren. Das Haus gehört mittlerweile der Gesellschaft zu Zimmerleuten. Zunft baut das ganze Haus um und der Hans-Uli Neuenschwander renoviert die historische Offizin. Viele Berner Apothekerinnen und Apotheker haben ihre Karriere hier als Verwalter oder Verwalterin von der Rathausapotheke angefangen. Heutzutage studierst du 5 Jahre für Apotheker oder Apothekerin zu werden. Während der Assistenzzeit in einer Ausbildungsapotheke vertiefen die Studierenden ihr Wissen kurz vor der eidgenössischen Prüfung und bereiten sich so auf die künftige praktische Arbeit in der Offizin vor. In den letzten 35 Jahren hat sich viel getan. Mittlerweile arbeitet im Hintergrund ein Lagerroboter. Das Dienstleistungsangebot wird mit dem ganzen Team in die Richtung Gesundheitsberatung und Prävention laufend ausgebaut. Und die Rathausapotheke ist mittlerweile Topfarm angeschlossen. Der grössten Apothekergruppierung von selbstständigen Apothekerinnen und Apothekern in der Deutschschweiz. Ihr seht, die lange Geschichte der Apotheke am scharfen Ecken ist über all die Jahrhunderte eng mit der Geschichte der Stadt Bern verwoben gewesen. Ich danke euch für euer Vertrauen und freue mich, euch gleich wieder in der Rathausapotheke zu begrüssen.